Das ist so weird. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich, wie ich mich hier hinsetzen soll. Oh Gott. Ah. Das ist auch eine tolle, gerade frisch aufgestandene Friese hier, ne? Hey Kathi. Hey Kathi, ich habe ja einen Song über Angst hochgeladen. Und ich, mir ist irgendwie was klar geworden, was ich eigentlich wusste, aber ich glaube, mir war es nicht so bewusst. Wisst ihr, was ich meine? Also weißt du, Kathi, was ich meine? Und zwar ist es einerseits, was mir vor einer Weile klar geworden ist, hormonell tatsächlich so, dass ein gewisser Hormonmangel, oh Gott, ich kann auch nochmal nachgucken, der nicht nur zu Depressionen führt, sondern eben auch zu irrationalen Ängsten. Das heißt, also ich bin nicht depressiv, aber ich fand trotzdem irgendwie die Verbindung interessant, das irgendwie zu verstehen. So, jetzt bin ich beim Östrogen. Das ist übrigens ein sehr cooles Buch. Kann ich empfehlen. Nee, das muss, man auch, das muss schon Serotonin sein. Achso, hier, das ist ein Serotonin-Überschuss. Kann zu Unruhen, Angstzuständen führen. Genau, ein Serotoninmangel, der ja zu einer Depression führt oder zu depressiver Verstimmung, der kann eben auch zu Angstzuständen führen, Migräne, Übergewicht und Burnout. Und das fand ich einfach irgendwie die erste interessante Verbindung von Angst, dass Angst tatsächlich ein Ding ist, das wir vermehrt haben, wenn es uns eh nicht so gut geht. Also wenn wir eh irgendwie trauriger sind, was im Lockdown ja, denke ich, jeder von uns so seine Momente hatte einfach, ne? Und die Nummer zwei, das ist mir jetzt irgendwie bei dem Lied auch nochmal, was ich geschrieben habe, klar geworden, weil das ist gar nicht so, dieses Lied, das ist nicht so meine finale Art und Weise, sag ich mal, mein Leben zu führen. Also ich lasse mich nicht so viel von dieser Angst bestimmen und ich weiß auch von den meisten Ängsten, die sind nicht rational und ich habe davor eigentlich auch keine Angst. Also das gibt, das ist schon irgendwo Teil von mir, aber es ist nicht so überwiegend und ich habe mich gefragt, warum. Und tatsächlich ist die Antwort Selbstvertrauen. Und zwar kannst du eigentlich, also kann ich all diesen Ängsten mit Selbstvertrauen begegnen. Das ist halt so absurd, weil du hast Angst entweder vor Dingen, die du kontrollieren kannst, oder vor Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Und wenn du Angst hast vor Dingen, die du kontrollieren kannst, das ist halt total bescheuert, weil du kannst es ja kontrollieren. Also ob ich jetzt pleite gehe, kann ich ja kontrollieren. Ich kann mir einen Job vorher suchen. Ich bin ja jetzt nicht psychisch schwerst krank oder körperlich krank, dass ich nicht arbeiten kann oder weiß ich nicht. Also so wirklich pleite zu gehen. Es gibt ja sonst sogar das Insolvenzverfahren in Deutschland. Also so, ich glaube, es müsste sehr, sehr viel passieren, bis ich auf der Straße lande. Und das ist halt total bescheuert, dann vor dem Angst zu haben, was ich so gut selber kontrollieren kann. Also aus meiner persönlichen Perspektive. Ich will nicht sagen, dass alle Menschen, die auf der Straße gelandet sind, die Kontrolle hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich jedem passieren kann, auf der Straße zu landen. Aber das führt jetzt zu weit. Kann ich gerne ein eigenes Video drüber machen, wenn es euch interessiert. Aber nicht aus meiner jetzigen Perspektive. Diese Angst ist so, so irrational. Da muss, also das ist wirklich nur so, wenn man wirklich glaubt, boah, ich krieg's nicht hin, dann hat man diese Angst. Und die zweite Sache ist die Angst vor Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Und das ist auch total bescheuert. Weil es bringt es dir, Angst zu haben, weil du ja überhaupt nicht weißt, ob es passiert oder nicht. Also sagen wir mal, es gibt natürlich auch, ja, ich sag mal, rationale Ängste. Zum Beispiel hatte ich
die letzten Monate ein bisschen Angst, dass der Mietendeckel gekippt wird vom Verfassungsgericht. Und wurde er auch. Jetzt muss ich ganz viel nachzahlen. Das war nicht so schlimm. Aber weil ich halt das Geld auch beiseite gelegt habe und auch Unterstützung bekommen habe von meiner Mutti. Aber an sich ist das eine Angst vor was, was ich eh nicht kontrollieren kann. Und ich laufe dann monatelang mit diesem Angstgefühl oder denke ab und zu dran und mir wird es mulmig. Obwohl ich das eigentlich gar nicht bräuchte, weil ich eigentlich weiß, okay, ob ich jetzt Angst habe oder nicht, ändert einfach gar nichts an der Situation. Das ändert nur was an meiner aktuellen Gefühlslage, meinem aktuellen Sein. Und jetzt gerade, es ist einfach nur diese Angst, nur was Negatives für mich. Ich habe überhaupt keinen Nutzen und keinen Mehrwert. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Weil Angst wirklich heutzutage fast immer dekonstruktiv ist. Nicht immer. Also ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie in Beziehungen Ängste hatte. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so den Absprung nicht zu schaffen. Oder halt Ängste hatte, in Beziehungen zu stecken, die mir nicht gut tun. Und ich glaube, wenn du diese Ängste über die Beziehung hast, dass es total absurd ist, weil du hast Angst davor, dass dir was nicht gut tut. Dabei tut es dir längst nicht gut. So. Also das ist eigentlich dann eher so ein Symptom für ein Problem, was vielleicht sogar schon da ist. Und vielleicht ist dann deine Angst bewahrheitet, weil du irgendwie merkst, boah, ich brauche gar keine Angst haben, in einer Beziehung zu stecken, die mir nicht gut tut. Ich bin ja schon längst in einer Beziehung, die mir nicht gut tut. Und aber genau, das kann dann schon hilfreich sein, nicht zu sagen, boah, die ist ja so unrealistisch, die Angst, sondern auch sich zu sagen, warum ist sie denn da? Und dann gibt es natürlich auch Ängste, die man wirklich grundsätzlich hat im Leben. Und ja, die vielleicht so Urängste sind, die einfach so auf persönlichen Erfahrungen beruhen oder wie auch immer. Und genau, ich glaube, um das auszuführen, müsste ich jetzt sehr viel von meinen inneren Ängsten erzählen. Ich weiß noch nicht, ob ich so bereit bin dafür. Deswegen waren das meine Gedanken zum Thema Angst. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gewillt, mich immer weiter loszumachen von der Angst und da einfach wegzukommen. Und irgendwie, die Angst ist kein guter Leiter im Leben. Das sage ich auch in meinem Song, die Angst macht Dinge nicht besser, sondern immer schlechter. Und eigentlich, selbst wenn man so total sicher spielen will, bringt halt die Angst einem dazu, dass man überhaupt nicht spielt. Und das ist nicht gut. Und deswegen finde ich, man muss, das hat Ella The Bee ganz süß gesagt, man muss lernen, mutig zu spielen. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.